So, ein wunderschönes Hallöchen, seid gegrüßt. Machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Immer sagen. Was hat mal, was haben. Ach so, ja. Okay, hier haben wir noch. Würde mal sagen, da. Oh. Verbirgt hier schon wieder. Ich glaube, wir werden mal die Satzer wechseln. Ja, eigentlich können wir die da. Können wir die doch wechseln. Haben wir denn hier? Wieso ist denn der? Der versteht jetzt gar nicht. Was ist denn los? Warum? Was ist denn los ist? Warum ist es gesperrt? Die M1, die war doch auch nicht so schlecht, ne? Ja, aber auch von 4. Hey, wir brauchen was von 2, so. Drei bis 4. Ich weiß jetzt nicht, ob die besser ist. Die Solokin, die wäre jetzt tatsächlich von 3 bis 7. Weiß nicht, ob die gut.
Die sind die Satzer, ja, die Satzer. Na, ist nicht doll. Weibesack. Durchschlagskraft 7. Wollen wir die mal nehmen? Drei bis sechs. Ich doch eigentlich ganz gut. Kaufen wir hier. Gewebe, welche war das jetzt? Die Whitlock. Moment mal, die Whitlock. Hier bis 8, die habe ich ja draus. Warte mal, wir brauchen. Wir müssen die Katze am Wascher. Die Ambascher. Ja, so. Wir wollten ja die Whitlock, ne? Die Whitlock. Whitlock. Whitlock, so. Munition, die. Hat die kein Visier doch? Whitlock-Modell. Und haben wir jetzt auch 70 Stück, und zwar HSG PM3, die machen wir raus. HSG 3030 brauchen wir. Munition, Ask. DM. So. Okay, wir dürften jetzt eigentlich alles haben. Mal auf.
Ja, und Visier. Wie spät haben wir denn überhaupt? 10:45 Uhr. Dann würde ich sagen, auf geht's jetzt nach hier hinten. 2, 3, 4, 5, 6. Noch frei. Rudi, bist du hier? Guck mal. Der Köter. Wo muss der Köter sein? Da hinten ist er. Er wird schon kommen. Hier, vier Schüsse hat die, wenn ich das so sehen. Die kann bis 6 hoch. Sind wir interviewt dabei? Da ist er ja, Feini. Doch ganz gerne mal ausprobieren. Ach Scheiße, mit der kommst du ja nie so weit. Na, herzlichen Glückwunsch.
Ja. Jetzt weiß ich, warum die in der Ecke bei mir war. Wirklich 150 Meter. Du hast halt. Müssen wir mal gucken. Müssen wir das Beste drauf. Und die Luchse haben wir ja auch noch. An die Luchse.
Irgendwie ist hier nichts, nicht? Ich dachte, man kann die Katz rankohlen, aber das geht nicht so. Wie mir das denke. Unter die kleinen Tapsen, wenn ich finde. Ein Hase. Ja. Ja, siehst du, der zieht einen Rattenschwanz hinter sich her, ne? Ja, richtig. Ach, guck mal, hier sind sie doch. Alter, das waren doch keine 150 Meter. Ne, was ist mit die Knarre los, ey? Nee, naja, dann nehme ich lieber das abgeranzte Ding, was nicht. So kacke hier. War ich hier falsch gezielt? Das muss doch in der Mitte sein. Kann doch ja nie sein. Also waren sogar circa 150 Meter. Kannst du mir jetzt nicht sagen. Habe ich jetzt nicht richtig gezielt oder was war das? Ich meine, so weit waren die nicht, die standen hier. Das waren ca. 150 Meter.
Vielleicht ein bisschen plus, vielleicht auch ein bisschen minus. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber so circa soll das gestimmt haben. Also bisher haut mich die Waffe ja nicht hier vom Hocker. Muss ich ja tatsächlich mal sagen. Marderhunde. Das spielt ja keine Rolle, was das war. Der Fakt ist, ich habe die Viecher nicht getroffen. Oder sie liegt hier mit falsch. Nee, das muss doch in der Mitte, ne? Wenn ich jetzt hier so das Tier habe, dann muss es doch so in der Mitte, oder nicht? Ja. Das ist ja seltsam. Ja, ist ja richtig. Ist ja richtig. Ja, meine Frau sollte für die Diakonie arbeiten. Die ist in der Pflege tätig halt. Und sollte hin da und hat das jetzt, wenn ich das mal erzählen darf, so ein bisschen abgelehnt, weil ihr wisst ja mit Sicherheit alle die Goldstücke, ne, die wir jetzt hier reinbekommen haben seit 2015. Die müssen ja auch irgendwo untergebracht werden, ne? Und da hat sich aber keiner eine Platte gemacht, wie sie unterkommen. Ja, was machen sie jetzt einfach? Einfach andere Leute rauswerfen, aus dem Altersheim. Und dafür die Goldstücke halt, ne? Als wär's weniger wert halt, sag ich jetzt mal. Ne, also hier findet purer Rassismus statt. Gerade im Moment, ne, gegen die Deutschen ganz massiv. Und ich find das einfach ein Unding, ne? Und da hat meine Frau jetzt das dankend abgelehnt. Wer sowas macht, für die will sie auch nicht irgendwas die arbeiten oder so, ne? Kann man verstehen, kann man verstehen halt, ne? Und ihr merkt, das zieht einen riesen Rattenschwanz hinter sich her halt, ne? Es läuft im Moment alles schief hier, alles. Ne, wir müssen runterschlucken, ne? Jetzt wollen sie auch die ganzen Heizung ändern und ne? Ich habe kein Problem damit, wenn sie es machen, ne? Aber nicht auf unsere Kosten. Und das findet im Moment statt. Genau auf unsere Kosten halt, ne? Keine Sau ist damit eigentlich einverstanden, ne? Aber gemacht wird's. Das kostet uns Geld. Ne? Das wird wir werden dafür büßen halt. Ne? Nicht die, die Gesetze machen, sondern wir, das Volk wieder. Das ist halt das Schlimme halt. Ne? Ja, das hat damit, du brauchst hier jetzt nicht rechtfertigen, Schnatti. Das hat damit nichts zu tun. Die müssen sich rechtfertigen, warum sie sowas machen, warum sie Leute jetzt rauswerfen. Und dafür irgendwelche Goldstücke mit reinnehmen halt, ne? Du musst dich dafür nicht rechtfertigen. Ne, ist schon ganz okay, was du da machst. Ne, und ihr merkt, da wird Hass aufgebaut halt, ne? Das ist doch kein Wunder, wie gesagt, ich kann das völlig verstehen, dass die Leute da sauer werden. Ne? Und dass sie wütend werden. Ne? Und das nicht nur auf die Politiker, sondern auch auf die,
die eigentlich ja Schutz suchen halt, ne? Aber die werden ja sowas von bevorzugt und ja, dafür sollen wir einstecken halt, ne? Und müssen uns als Nazis und weiß ich was alles beschimpfen lassen, wenn wir was dagegen sagen. Dass das so nicht geht. Und, ne? Und ist doch klar, dass man da wütend wird halt. Ja, ich muss aber aufpassen, was ich hier sage, weil, wie gesagt, mit der Meinungsfreiheit ist es auch nicht mehr so, ne? Deswegen muss ich da sehr vorsichtig sein, ne? Ich wollte es bloß mal erwähnt haben, dass auch wir davon betroffen sind. Ne? Und das, ne, das ist einfach eine Schweinerei, ne? Und ich kann das völlig verstehen, dass meine Frau das ablehnt, für sowas zu arbeiten, ne? Wer sowas macht. Oh, guck mal hier. Da haben wir einen. Berli. Guck mal her hier. Was ist denn? Der war doch hier, da. Na? Ja, wir haben ihn. Ja, wie gesagt, ich wollte es nur mal erwähnt haben halt, ne? Mit was für eine Ungerechtigkeit hier agiert wird. Und dafür sollst du Verständnis haben. Ne? Na, ich weiß ja nicht. Ja, wie gesagt, die Leute, die haben schon die Schnauze voll, ne? Das Problem ist bloß, die versuchen das mit allen möglichen Mitteln durchzusetzen, ne? Und spürst du nicht, versuchen sie halt, dir irgendwie am Bein zu pissen, ständig als Rassistin, ne? Und nachher, zum Schluss, reiten sie bei dir mit SEK ein und sowas, ne? Das wird ja alles für die Zwecke jetzt im Moment auch missbraucht halt, ne? Auch die Polizei und sowas alles, ne? Das wird ja alles dafür missbraucht. Ja, muss man auch mal gesagt haben. Geht da so. Also aus, ob da hier geradezu, ob hier einer steht. Ja, wie gesagt, das ist eine riesengroße Schweinerei, was im Moment hier abgeht. Ne, wir brauchen vernünftige Politiker, die auch geistig gegenwärtig mal hier. Mal probieren. So, das müssten circa 150 Meter sein. Jetzt pass auf. Nein, ich hab 'n! Mit einem Schuss. Alter Schwede. Halt die Mutti fest. Aber richtig hier reingedremmelt das Ding. Was ist denn nun? Brutus. Such mal. Such mal, such mal, such mal. Nee, wie gesagt, das ist aber echt traurig, was hier abgeht halt, ne? Und das muss unbedingt was her, ne? Die Politik, die muss umgekrempelt werden, ne? Die bringen uns auch in gefährliche Zeiten halt, ne? Das wissen sie auch. Das ist eigentlich ist das auch vorsätzlich, ne? Das sind gebildete Leute und die wissen auch, dass sie Schaden am Volk damit anrichten. Aber um ihre Ideologie durchzusetzen, machen sie sowas halt, ne? So mehr sage ich dazu aber nicht. Ich habe dazu auch meine Meinung. Ich denke, die konnte man ganz gut raushören. Und ja. Hat normalerweise nichts beim Zocken zu suchen, aber ich finde, wir sind im Moment alle davon betroffen und ich denke, man kann auch ruhig und man sollte da ruhig auch was zu sagen. Ja, ist egal, wir sind davon alle betroffen halt, ne?
Hier braucht keiner sagen, nee, er ist davon nicht betroffen, ne? Ah, das war ein schöner Treffer gehabt. Einmal getroffen und zack, lag das Ding, weißt? Der macht von 2, 3, jo. Ah, da. Gebiet. Ah, scheiße. Ist das der Kadaver da? Nee. Wo ist er denn? Bin mir sicher, dass der hier lag. Da ist er. Jo, hier liegt er. Jetzt guck mal, das sind Marderhunde. Ja. Ja, wie ein Waschbär, ne? Das sind aber Marderhunde, die bewegen sich auch. Waschbären, glaube ich, sind ein bisschen fetter. Die sind wirklich fetter und weil die dremmeln sich ja auch alles drin, die Waschbären, glaube ich. So. Ja, ist ja richtig, Schnatti, ne? Wie gesagt, du hast ja da recht halt. Ja, nur wenige würden dir da widersprechen. Nur die wirklich eher mit dem Kopf ein bisschen anders denken, die halt. Das ist aber keine Meinung, die lassen sich dann von der Ideologie leiten halt, ne? Deswegen kannst du die dann auch nicht folgen. Das sind auch Leute, die auch nicht pflegebedürftig sind, die sich auch nicht, ja, wie sagt man, Empathie, gewisse Empathie, sag ich jetzt mal, entwickeln können halt, ne, und die sich auch nicht reinversetzen können. Ja, das sind dann so eine Egoisten. Ich. Hauptsache, mir geht's gut. Oi, wir haben hier hinten was. Sieh doch was. Sag mal. Oh. Haben wir? Mir jetzt nicht sicher, ob man. Also hier irgendwo muss das auftauchen. Wenn wir ihn getroffen haben, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Oh, wird jetzt schon wieder neblig, ey. Ist das ein. Also das gefällt mir hier ja nicht, ne? Okay. Gut, wir scheinen ihn nicht getroffen zu haben. Wir gucken ab und zu mal, ne? Manchmal dauert es ja wirklich sehr, sehr, sehr lange, wenn wir den beschissen getroffen haben halt, ne? Dann blutet er quasi ganz langsam aus. Ah.
Na, du fällst da, oder? Jo. Leg dich hin. Schlaf. Jo, jetzt bin ich da. Ich habe dahinter aber noch gerade Marderhunde gesehen. Was machst du denn? Die Marderhunde, die bewegen sich auch vorwiegend hier unten so. Ne? Also ich habe auch hier oben bin ich, habe ich angefangen. Ich denke, Mensch, hier unten waren noch Marderhunde. Wo sind denn die? Oder beziehungsweise hier sind doch Marderhunde. Na, bis ich dann mal wirklich hier unten angekommen bin und dann ging es los mit den Marderhunden. Einer nach dem anderen. Ja, also nicht wundern, wenn ihr oben seid, da kommen selten Marderhunde. Ich habe zum Beispiel, habe ich da einen gesehen? Nee, gehört habe ich zwar einen, aber gesehen habe ich da selten. Kann sein, dass sie da auch rumeiern, aber eher selten. Guck mal, warte. Mal versuchen. Ja, das war nicht. Ich glaube, ein bisschen, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ein bisschen höher muss man es. Ja, so ist das, ne? Mit dem Licht. Hat's ja nicht. Glaube, hier irgendwo drinnen muss er liegen. Tatsächlich nur ganz. Ach Mann, du Trottel. Du sollst doch nicht schießen, Mann. Brutus, Brutus, Brutus. Jetzt muss man die halten. Warm, oder? So, hier irgendwo muss er hingerannt. Also weit ist er nicht gerannt, ne? Aber wir wären mal Brutus drauf. Brutus? Wo ist er? Dafür, dass das gering war, der Schuss, ist er aber relativ schnell gefallen. Was ist er denn? Ja, ich komme. Da liegt er.
Oh, ein Silberner. Nicht schlecht, oder? Guck mal. Ja, ist ja gut. Gut los. Aus jetzt. Wollte ich hier. Ich weiß jetzt ja nicht, ob das der Elch war, den wir vorher schon angeschossen haben, oder ob das der Elch. Ah. Nein, Schnatti, ich mach nicht Brutus kalt, kann ich nicht. Also nicht absichtlich. Nee, der. Glaubt, der hält eine Kugel aus. Na, aus Versehen. Wie gesagt, wenn du direkt drauf zielst, dann kannst du nicht, ne? Den anschießen, ne? Aber ich hab schon geschafft halt. Deine Richtung zu schießen, ist aber nichts passiert. War ein schön weißer Elch, ne? Das wäre auch. Wie gesagt, hier müsste noch ein Bär rumeiern. Ein Albino-Bär, ne? Hier war nämlich weißer Bär. Ich habe hier mittlerweile so viel Bären geschossen, nachdem ich den gesehen habe. Der war aber nicht dabei. Der war aber höchstwahrscheinlich war der wirklich gelb. Der war zwar nur von oben zu sehen, so ein bisschen, das Fell, aber das sah tatsächlich sehr, sehr, sehr hell aus. Sah blond aus eben, ne? Als wäre es ein Albino gewesen, ne? Aber den habe ich seitdem auch nie wieder gesehen. Ja, aber auf dieser riesigen Map, sag ich mal, tatsächlich, so ein einzelnes Tier zu finden, ist gar nicht so leicht halt. Ne, aber gesagt wird, der müsste hier trotzdem noch rumeiern halt, ne? Also wenn der einmal auf der Karte ist, ist er auch. Der wird dann auch nicht irgendwie. Weggespammt oder gelöscht oder so. Der soll wohl draufbleiben. Ne, so wird's jedenfalls immer vermittelt halt, ne? Das wirklich so ist, weiß ich jetzt nicht. Aber ich gehe mal davon aus, wie ihre Leute. Ja, schöne gerade Straßen sind auch immer gut. Laufen auch immer sehr viele Tiere rüber. Ich auch schon so einige Abschüsse.
noch. Dahinter. Am Wasser sind sie meistens immer, ne? Oder sind sehr viele Tiere mal anzutreffen oder trinken. Ja, hier so im dichten Wald. Man guckt immer obligatorisch, guckt man immer so ein bisschen halt, ne, ob hier was zu sehen ist. Aber manchmal hast du Glück halt, ne? Aber so im Großen und Ganzen. Was schießen? Ist nicht so Vogelschießen ist tatsächlich nicht so mein. Habe ich schon gemacht. Gefällt mir nicht. Macht schon Spaß, das Spiel. Kann ich euch wirklich empfehlen vom Preis. Preis, es ist auch okay, ne? Die ganzen DLCs, die sind okay. Nee, keine Morwin, aber guck mal, hier brüllt einer. Hier drückt einer. Da. Das Vieh. Hier eine Bäume irgendwo. Ne. Die Morgen, super, was ist denn das? Habe ich noch nie gehört. Was ist denn das für ein Zeug? Das ist schon so was ähnlich wie die Hühnersuppe, oder? Wie Brühnudeln oder sowas. Im Westen kennt ihr das ja nur unter Hühnersuppe, glaube ich. Bei uns sagt man auch hier im Osten Brühnudeln, glaube ich. Ja, Brühnudeln. Ah, hier. Und so. Freue mich schon am 14. Habe ich noch mal heute geschaut. Am 14. kommt das Hunter Pack. Ne, auch nochmal mit guten, gewaltigen Waffen halt. Ne? Die schlagen auch nochmal richtig durch. So ein guter. Mit 7 mm soll auch mit dabei. Freue ich mich schon drauf, ne? Das wäre nächsten Dienstag halt. In der Woche kommt das.
Ratten. Hier ist eine. Nee. Ja, die wollen wir ja auch nicht. Aber da, guck mal da. Guck mal da. Das Überschuss. Oh, ist gleich weg. Zack, da liegt das. Aber auch nur wie ein Weibchen, ne? Also Männchen bekommst du hier nicht so leicht, ne? Das ist mir schon hier tatsächlich aufgefallen, dass Männchen wirklich schwer bekommst hier. Ich muss sagen, die 7 mm, die ist nicht schlecht. Die hat nur einen Schuss, aber ich glaube, die neue Waffe, die sollte mehr Schüsse haben. Ich irre. Udos, komm her. Mann, du dämlicher Hund, komm noch mal her. Such jetzt. Mal her. Er hatte die Probleme. Da ist es. Thank you.
Sagen, wir laufen mal hier so. Waren vorhin hier schon. Hier, wir könnten jetzt noch hier so ein bisschen angehen. Weil so bald. Meistens am Rand sind sie eher weh. Noch was von? Kannst du ein bisschen Wasser? Ja, manchmal stelle ich mich auch auf den Jägerstand, ne? Ein Hochsitz. Die kleinen Hütten, die mag ich nicht so, aber ein Hochsitz. Dann setze ich mich einfach mal hin und dann beobachte ich mal die Gegend und wenn was vorbeikommt, wird's. Passiert auch. Aber da brauchst du schon sehr viel Geduld. Hasel. Haselhuhn. Hasel. Ja, wer Bock hat, kann auch gerne mit auf den Discord kommen, ne? Dieser nochmal ein kleiner Hinweis, die Streams sind eher an Erwachsene gerichtet. Heißt aber nicht, dass keine Jüngeren hier schreiben dürfen, ne? Ihr könnt jederzeit schreiben halt, ne? Bloß sollte ich halt merken, dass hier verrückt gespielt wird, ne? Wird sofort geblockt, ne? Da braucht auch dann keiner hier mit Doppel-Accounts und mit Dreifach-Accounts reinkommen und dann sich als jemand anderes ausgeben, ne? Wie gesagt, so funktioniert's nicht. Genau, wie gesagt, wenn ihr vernünftig seid, könnt ihr gerne mit dabei sein, ne? Ansonsten
Wenn er euch nicht beherrschen könnt, ja, dann bleibt am besten. Ja. Ich find's tatsächlich traurig, dass man so Unterschiede machen muss. Halt, ne? Aber ja. Es gab's mal andere Zeiten, ne? Da konnten alle miteinander, ne? Heutzutage, ja, ist halt alles ein bisschen problematischer. Halt. Ja, wie gesagt, ich hatte jetzt auch wieder die Erfahrung gemacht, ne? Wir hatten jetzt auch einen Jüngeren hier drin. 19 oder sowas war vom Alter schon ein bisschen älter halt, ne? Aber vom Verstand her noch nicht so wirklich, sag ich mal, so auf der Höhe halt, ne? Und ja, der hat zum Beispiel auch, sobald der da war, hatte ich automatisch irgendwie immer tatsächlich im Chatbots drinne. Ne, die oder Follow-Bots. Ne, jedes Mal, wenn der da war. Ne, ich weiß tatsächlich nicht, was die machen. Wie sie das hinbekommen halt, ne? Dass er die auch bei dir auf dem Twitch-Account heraufbringen, sag ich jetzt mal, ne? Aber die machen das halt. Und dann, wenn er fragt, ja, was ist denn da? Wieso kommen die denn jetzt auf einmal? Ja, keine Ahnung, bei mir kommen sie auch. Ja, du weißt ja mal ja nicht, was du denn da dazu sagen sollst halt, ne? Du kannst es auch nicht nachweisen, ne? Aber Fakt ist halt, wenn du sowas drauf hast, oder beziehungsweise wenn du solche Leute drauf hast, dann kommen auch automatisch irgendwie auch vieles Gesindel hinterher halt, ne? In Form von Bots oder auch viele Hater und sowas. So, und deswegen, das ist eben so mein kleines Problemchen, wo ich dann sage, nee, lieber bin ich alleine, mache ich mein eigenes Ding, als wenn ich mich hier mit irgendwelchen Leuten abgebe, die mir dann irgendwelchen Scheiß hier auf den Kanal bringen. Ja, das Problem ist, die treiben sich auf Kanälen rum, wo sie eigentlich nichts zu suchen haben, ne? Und werden dann von irgendwelchen Bots oder von irgendwelchen Leuten registriert, ne, und dann schleppen sie die mit halt, ne, und die tragen sich dann immer wieder weiter auf andere Kanäle halt, ne, und das ist halt das Schlimme. Kannst du dich noch daran erinnern hier? Ne, vor kurzem. Wie gesagt, nie mit Bots Probleme gehabt. Na, ein, zwei Mal hatte ich Probleme. Da war aber auch die Phase, da hatte ich auch mit anderen Kontakt und da waren die Bots dann auch wieder da. Also die müssen sie, ich weiß nicht, was sie da machen, aber die müssen sie von ihren euren Kanal mit auf anderen Kanälen mitschleppen halt, ne? Bots. Oder du kannst ja auch nichts beweisen, ne? Ob die halt das mit Absicht machen oder nicht mit Absicht, ne, das kannst du halt nicht beweisen, ne? Aber ich meine, wenn die immer hier raufkommen, ganz bestimmtes Klientel, dann habe ich jedes Mal Probleme halt, ne? Sowohl mit Hatern als auch mit Bots halt, ne? Ich weiß nicht. Mag Zufall sein, wer an Zufälle glaubt, ne? Aber ich glaube, da steckt auch was dahinter. Das wird. Nichts passiert zufällig. Sage ich immer, ne? Nichts passiert zufällig. Ja, wie gesagt, der kam hier an und 2 Tage später hatte ich hier schon den ersten Bot drauf, ne? An einem Tag, was hatte ich hier? 3 Stück? Drei Angriffe hatte ich hier drauf. Ne, und dann fragst du auch, na, kennt ihr euch untereinander auch alle? Weil es halt so rüberkommt.
Nö, wir kennen uns nicht. Na, wo du dich dann fragst, Okay. Weiß Edel. Haben getroffen. Mal gucken, ob er liegt. Warten mal hier ein paar Minütchen. Ja, und deswegen habe ich für mich entschieden, einfach mein eigenes Ding zu machen. Ja? Das Schlimme ist, die jungen Leute, die können nicht pushen, die können dich aber auch, sag mal, richtig in eine Scheiße reiten halt, ne? Das ist es halt. Und deswegen sage ich mir überhaupt gar nicht mit sowas erst in Kontakt kommen, sondern alles alleine machen. Einen Moment. Ja, erst gar nicht in Kontakt mit sowas kommen und dann hast du ja halt auch nicht solche Probleme, ne? Ja, das ist wie auf den Knopfdruck halt, ne? Das ist genauso wie das Benehmen von den jungen Leuten. In den einen Moment sind sie gut, sind sie lieb, sind sie nett. Keine Probleme. In den anderen Moment klappt so ein Schalter um und da drehen sie auf einmal wirklich ab, wo du dann denkst, Alter, was ist denn jetzt los? Na, das hatten wir auch. Sehr, sehr viele junge Leute, ne, die halt für ein paar Tage waren sie freundlich und dann kommt noch ein Kumpel irgendwie mit drauf und dann sind sie auf einmal ganz, ganz anders halt, ne? Na, wo man sich auch fragt, ja, was ist jetzt los halt? Das ist immer sowas ist immer scheiße, ne? Wenn du mit zwei Gesichtern zu kämpfen hast halt, ne? Ne? Und das ist vorwiegend bei jungen Leuten ist das halt, ne? Die geben sich ganz gerne mal als andere auch auf. Das ist ein großes Problem halt. Eklig, um ehrlich zu sein. Ne? Als würde sich ein Schalter umkippen, ne? So sind meine Erfahrungen halt. Vielleicht habt ihr ja andere Erfahrungen gemacht, ne? Aber halt so. Dann haben die auch alle die. Du kannst auch nicht mehr zwischen jung und zwischen alt unterscheiden. Das hast du auch nicht. Die haben irgendwie alle das gleiche Schreien und das gleiche Benehmen irgendwie halt, ne? Du kannst selten noch Unterschiede machen, ne? Normalerweise, ich bin auch einer, ich sehe das eigentlich sehr schnell, wenn man ein bisschen jünger ist, wenn man schreibt, oder wenn man ein bisschen älter ist, ne? Aber über die Jahre muss ich mir eingestehen, kann ich nicht mehr so leicht. Oh, guck mal hier hin. Ah ja. Der sieht hier. Der einzigste Kerl. So. Nein, okay. Nein, 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 nein. Nee, da ist noch einer. Vorne ist noch einer.
Einfach mal draufballern. Ah, einer liegt. Einer liegt auf jeden Fall. Ja, der liegt. Werden erstmal den schnell holen. Ich dachte, der ist schon weg halt, ne? Der hat aber in die Bäume gehangen. Wir werden erstmal den. Na, Elche auch Riesenviecher, ne? Aber die sind so, die können sich so gut in Wäldern verstecken, ne? Das ist ja Wahnsinn. Kann man sich ja nicht vorstellen. Die haben, glaube ich, in Deutschland auch Elche, oder? Hier kein. Bin mir jetzt nicht sicher. Brutus, such. Wo ist er? Glaube ich hab. Oh, ein Silberner. Ja, der zweite Schuss, der hat's gerichtet hat. Oh, ein Bär. Auch ein Bär. Ja, die. So, ich würde sagen, wir gehen mal hier hinten jetzt lang. Weiß nicht, ob wir mit dir. Ob wir ihn bekommen haben? Ja, er hat da auf allen Vieren gerade gestanden. Das konnte ich noch so ein bisschen erkennen. Jetzt warten wir mal einen kleinen Moment, ne, ob wir getroffen haben. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Zeig mal. Nee, sieht nicht so aus. Ich glaube nicht.
Nee, den haben wir nicht. Cool wär's gewesen, aber nee, nee. So einfach macht er uns das. Ich gucke jetzt ab und zu noch mal rauf auf die Karte. Ist ja nie. Das macht Ping immer, ne? Ja. So. Ist schon ein paar Mal. Ah. Oh, steht. Bin ja doch hier. Ich nehme mich nicht irre, habe ich ihn getroffen. Hoffe ich jedenfalls. Keine Miezenatze. Tauchen immer so. Ah, oder doch? Ja, also die Waffe, die haut mich jetzt nicht vom Hocker, ne? Ich meine, wenn die treffen tut, dann liegen die Tiere relativ schnell. Das muss man schon der Waffe lassen, aber die hat nicht so eine Reichweite, ne? Du musst irgendwie vorzielen auch so. Wenn du treffen tust, dann ist die relativ. Ja, vielleicht habe ich auch immer so wenig Abschüsse, weil ich wirklich vom Weiten immer schieße. Da sollte ich wirklich mal immer so näher rangehen, ne? Aber wenn du Tiere siehst, ne, dann willst du die immer gleich abballern. Dann ist der Drang da halt. Das ist wirklich wie ein Drang halt, ne? Das ist ein Tier und dann zack, gleich ruft er. Geduld ist was für Anfänger.
Was ist für eine geile Atmosphäre, oder? Müssen wir jetzt mal los, such mal. Guck mal den Elf. Rennt da. Himmel. Ja, ich komme. Bin mir sicher, dass die Elche hier sind. Hier irgendwo lauern. Das Schlimme ist, die Elche, die rennen. Wenn die einmal in Schwung sind, ne, die rennen über die ganze Map. Ja. Ja, welchen hat er jetzt? Frage ist, welchen hat er jetzt? Das ist hier der falsche, glaube ich. Er ist schneller gefallen. Ja, den ich hinten im Rücken geschossen habe oder im Arsch. Sicher, ja. Der falsche, den. Ah ne, so weit ist er nicht gerannt. Fünfzig? Taktiker. Ja, glaube ich, habe ich auch gehört. Los, hier. Ja, jetzt hat er die Spur verloren. Das war mir ja. Ist der falsche hier. War mir klar, ja, das ist schon wieder. War der falsche, den du verfolgt hast. Weit kann der nicht hier ran sein. Der muss hier irgendwo sein. War der falsche. Geh nochmal zurück. War das Vieh, was ich nämlich hinten im Rücken geschossen habe. Hundertprozentig. Er hat überlebt halt. Hier.
Ja, da glaub. Ja, wir laufen wieder so. Ja, wir müssen jetzt die richtige Blut gelingen. Ah, hier die Falle. Definitiv. Ich glaube, den habe ich nicht getroffen. Ich glaube, den habe ich nicht getroffen. Weil ich noch so außer Atem war, war schwer jetzt den auszutreffen, gegenzuhalten. Würde mich wundern, wenn man treffen. Manchmal ist es so blöd, ne? Ich habe hier auch schon Schüsse gehabt, ne? Denkst du, die waren voll versemmelt und dann waren sie doch drin. Ne, wir haben ja auch noch den Crawler, ne? Notfalls können wir ja auch ankommen. Hier war. Hier ungefähr war. Kann man mal gucken. In hier. Man wüsste jetzt. Der All.
Das ist die große Spur. War ein tödlicher Treffer. Wir haben den schon tödlich hier getroffen. Ne? Rennt aber wieder in dieser. Aber irgendwie rennt er jetzt ein bisschen anders, ne? Glaube ich, oder? Ich glaube, jetzt hat er eine andere Spur. Ja, ich komme. Los. Komme. Ja, hier 25. Ja, das ist eine andere Spur. Die er verfolgt. 25, der müsste gleich hier auftauchen. Ja, da liegt er, sagte ich doch. War mir doch hundertprozentig sicher, dass hier einer liegt. Da ist er. Silberner. Hey. Wir versuchen mal einen. Oh. Hat keiner in der Nähe. Ist okay. Wollten ja sowieso an. Aber wenn hier jetzt so ein riesen Waffenpack kommt, kann natürlich sein, dass es tatsächlich nur so jetzt einfach ein neues Waffenpack ist. Aber kann auch sein, dass die nächste Karte vielleicht ein bisschen gewaltiger von den Tieren. Oh, wie war ich? Ich bin mal auch am 15. gespannt, freue ich mich schon drauf. Muss ich tatsächlich mal gucken, was wir. Ich hätte gerade einen Bären oder so.
Wait. Warum weiß ich? Sechs. Die weiße Edelhülse, glaube ich, kann auch. Weiß ja nicht, welche Tiere alle hier gewählt. Weiß der Schwarzbär? Ausschließlich der Schwarzbär, nicht die anderen Bären. Der Schwarzbär, der Elch, glaube ich. Und Rothu. Blutgefühl. Reiche, das ist ja mehr Teil. Knuffig. Heute so viele Tiere gar nicht geschossen, ne? Jetzt.
4, 5 Stück. Ja, das gibt's ja auch Tage, ne? Da ist so doll, ne? Ja. Ah. Wenn schon keine großen Tiere, die kleinen Nattnats habe ich hier. Ja, weiße Edelhirsche habe ich hier eigentlich auch. Haben auch nicht oft. Okay. Ja, auch da habe. Immer ein Step nach. Oh! Oh! Ah. Wo ist er? Weiß nicht, ob ich ihn getroffen habe. Ich glaube, der Baum war dazwischen. Da oben der Baum.
Oh, landen. Ja, da ist ein Elch. Udos. Platz. Genau. Yeah.
Das war, glaube ich, ein gutes Exemplar.
Aber ich habe ihn, glaube ich, doof getroffen, ne? Ich hoffe, ich habe ihn überhaupt getroffen. Oh oh. Das sieht schlecht aus. Er hat aber ein gutes Geweih gehabt. Scheiße, Alter. Total verschossen. Ja, das war aber ein guter, also. Scheiße. Ah, wieder zu schnell, ne? Wieder zu ungeduldig. Sonny Vase. Heute sitzen die Schüsse tatsächlich nicht so, ne? Ich glaube, ich habe auch die falschen Knarren mit. Hätte ich die 7 mm genommen, ne, dann. Bestimmt gesessen.
Drei Tiere hier getroffen. Keiner ist davon gefallen, ne? Das ist komisch. Alles vergessen. Oh, wenigstens hochsetzen. Das war schon mal ganz gut. Oh, ich habe einen Bär gehört, glaube ich. Trottel! Mann, du sollst den Caller nehmen. Nein, ich habe das Reh tatsächlich getroffen. Das gibt's ja nicht. Ja, bei den. Nee, der nicht. Nee, davor der Schuss. Gerade wo gesagt er, ja, da hinten ist was. Hab ihn doch getroffen. Ja, dann werden wir mal den holen, ne? Ich bin ja mal gespannt auf die auf das Hunter Pack, wie das ist. Ich denke, wir werden hier mal gleich mal gucken, ein bisschen vorspulen. Können wir auch laufen.
Was ist los? Oh,